hatten die Polos persische oder türkische Führer. Marco macht hierüber keine Angaben. Marco Polo ist Erfinder von Polosport. Falsch, Flair ist Erfinder von Polosport. Das muss so krass sein, ne? Damals, wenn du diese ganzen... Du weißt ja gar nicht, wie die andere Welt aussieht, wo du noch nicht warst. Die Frauen hängen sogleich ein Zeichen über die Tür, das dort hängen bleibt. So XX-Filme, wo das auch ist, so, ne? Wo Männer mit ihren Frauen und dann einander... Ich glaube, ich habe den Ursprung des Fetisches gefunden hier. So, also, und zwar haben wir heute eine Dokumentation über die fantastische Reise des Marco Polo, ja, und der Marco Polo, der hat halt einen krassen Weg hinter sich gemacht, so, ich kenne mich selber noch gar nicht so krass da aus, ich weiß nur, dass da irgendwie was mit Iran und Teheran zu tun hat und so, mit Handel und so eine Geschichten, und ich glaube, es ist sehr, sehr interessant, deswegen ziehen wir uns das jetzt zusammen rein, und ja, Mann, Dokumentation den Man, Marco Polo Vibes. Das heißt fantastische Reise. Sorry, man. Swings it in, motherfucker. Geheimnisse der Geschichte. Das 13. Jahrhundert war ein Jahrhundert voller Furcht und Schrecken. Mongolische Reiterheere rasten wie eine Feuerwalze über Europa hin und brachten Tod und Verderben. Woher kamen diese mörderischen Horden? Und wer war der Herrscher, der sie ausgesandt hatte? Ein Venezianer gab vor, es zu wissen. 17 Jahre habe er dem großen Khan in China als Gouverneur gedient. Sein Reisebericht von den Geheimnissen Asiens wurde zum Bestseller des Mittelalters. Er selbst zur bewunderten Gestalt, Marco Polo. Krass. Was man natürlich immer dazu sagen muss, meine lieben Freunde, das sind hier Dokumentationen, denen man dann auch erstmal vertraut, ja. Also, es ist natürlich bei Geschichtsschreibungen immer so, dass man halt immer, ja, hinhört und dann einfach sich die Informationen gibt und die dann für sich verarbeitet und dann logische Schlüsse zieht. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was gesagt wird, 100% echt ist oder dass das stimmt. Das können wir ja nicht jetzt gerade verifizieren. Vor allen Dingen ich jetzt nicht, als der das euch jetzt gerade zeigt oder präsentiert, kann es nicht verifizieren. Ich finde es aber trotzdem extrem interessant, mich mit Quellen aus den alten Geschichtsschreibungen zu befassen, einfach um ein bisschen mehr über unsere menschliche Geschichte zu lernen. So, was sagt ihr dazu? Hans-Christian Huf, ich küsse dein Herz. Der große Reisende Marco Polo war vor allem ein großer Erzähler. 17 Jahre lang im Reiche Kublai Khans und meistens auf Gesandtschaftsreisen während dieser ganzen Zeit. Meine Sonderstellung am Hofe ist der Grund, warum ich, Marco Polo, über den großen Tartarenkaiser mehr zu berichten weiß als irgendjemand sonst. Ihr alle, die ihr von den mannigfaltigen Völkern des Menschengeschlechts hören wollt, seid sicher, dass mein Bericht nur wahre und zuverlässige Angaben enthält. Man muss wissen, dass seit der Erschaffung Adams bis auf den heutigen Tag kein Mensch jemals so gewaltige Dinge gesehen hat wie ich. Messer Marco aus Venedig. Der war auf jeden Fall selbstbewusst, der Bruder. Als 17-Jähriger verlässt Marco Venedig. Erst nach 24 Jahren wird er es wiedersehen. 1271 bricht er mit Vater und Onkel nach Osten auf. In Akko. 1271, krass. Wann war nochmal 1324 war Ding, ne? Mansa Musa. Im Heiligen Land erhalten sie vom Papst den...
Geschichte wird immer von Gewinnern geschrieben, richtig oldschool, die Doku. Ja, Mann, die ist auch noch in so Ding, Kastenformat aufgenommen. Aber ist geil. Auftrag, an den Mongolenhof zu reisen. Es ist die Zeit der Kreuzzüge. Und die Polos sollen den Khan als Bündnispartner Roms gegen den Islam gewinnen. Von seiner Reise hinterließ uns Marco einen fantastischen Bericht. Europa erhielt Kunde von sagenhaften Städten und unglaublichen Schlachten. Wahrheit oder Erfindung? Ist die Menschheit etwa einem Märchenerzähler, einem Lügner auf den Leim gegangen? Fokus ist nicht da, gell? Jetzt. Niemand weiß genau, welchen Weg die Polos tatsächlich nahmen. Marco beschreibt nur wenige Stationen der 3,5-jährigen Reise. Und hinter den Toren Konstantinopels begann damals eine unbekannte Welt. Fast unüberwindlich sperrten die Gebirgszüge des Hindukusch und des Pamir den Westen von den sagenumwobenen Ländern Asiens ab. Überleg mal, die sind da mit Fuß durchgelaufen, ja? Einfach spaziert, na Mann. Das ist noch Afghan, oder? Endlich erreicht man die Station Kaschgar. Das Volk dort hat eine ihm eigentümliche Sprache. Es lebt von Handel und Gewerbe. Kaufleute aus diesem Land reisen in alle Welt. Aber in Wahrheit ist es ein schmutziges, habsüchtiges Volk, das schlecht isst und noch schlechter trinkt. Die Einwohner sind Mohammedaner. Hustler aber. Noch heute treffen sich in Kaschgar alle Völker Zentralasiens und handeln wie zu Marco Polos Zeiten. Krass, Digga, das ist die Hustle Station. Bisschen wertend, wie der eben über das Volk geredet hat, feiere ich nicht, aber die Hustler-Mentalität ist bei den Brothers auf jeden Fall immer noch drin. Nur wenig hat sich verändert. Der Markt zwischen der Wüste Taklamakan und dem Pamir-Gebirge war die wichtigste Station für Karawanen. Oft hatten sie auf dem strapazenreichen Weg Lasttiere verloren. Hier gab es Ersatz. Hier rüstete man sich für die Gefahren der nächsten Strecke. Krass, Mann, Digga, das ist so wild. Ich will unbedingt auch schnell in andere Länder noch reisen und so, weil diese Kulturen kennenzulernen, ist sehr viel wert, Digga. Ein alter Mann stellt das Papier heute noch genauso her wie damals. Auch Marco Polo beschreibt, wie dieses in mehreren Arbeitsgängen aus der Rinde des Maulbeerbaums gewonnen wird. Seide, das sagenumwobene Gold des Ostens. Ihre Herstellung war seit jeher von Geheimnissen umwittert. Hier wird Seide noch immer mit der Hand gesponnen. Genauso wie es Marco vor 700 Jahren in seinem berühmten Reisebericht beschreibt. Krass. Was mag ein Venezianer bei diesem Anblick denken? Spaghetti? Die chinesische Variante der italienischen Pasta. Immer wieder wurde behauptet, Marco habe sie mit nach Italien gebracht. Eine schöne Legende. Das muss so krass sein, ne? Damals, wenn du diese ganzen, du weißt ja gar nicht, wie die andere Welt aussieht, wo du noch nicht warst. Wir können ja jetzt immer, also wir können ja heutzutage gucken auf Handy, Social Media, können wir googeln. Wir können uns einfach reinziehen, Leute, die da leben, die Snaps machen oder Stories machen oder Bilder posten und so. Damals war das nicht so. Du bist irgendwo hingereist, auf einmal war da eine neue Kultur da. Du hast auf einmal Sachen und Dinge gesehen, die du dann mitgenommen hast in dein Land und so. Weißt du, was ich meine? Es muss doch richtig krass, Mann. Ich hätte gern zu einer Zeit gelebt, wo noch nicht alle Dinge gesehen und erfunden wurden. Aber es ist natürlich jetzt auch so, dass noch nicht alles gesehen und erfunden wurde. Aber ihr wisst, was ich meine. So die grundsätzlichen Sachen. Ist für die Polos der letzte Ort der noch bekannten Welt. Vor ihnen liegt jetzt...
War ganz kurz eine Frage hier. Bruder, ehrliche Frage. Welchen Mehrwert habe ich davon, wenn ich eine andere Kultur durch Reisen kennenlerne? Ich meine, mit dieser Absicht möchtest du ja dein Wissen erweitern, aber das kann man doch rein theoretisch auch mit Büchern machen. Nein, also ich habe es schon gemerkt, wo ich das erste Mal zum Beispiel in der Türkei war, in Istanbul, was ja auch ein sehr europäisches, eigentlich ein sehr, also ähnlich unserem Land eigentlich ist, aber natürlich auch sehr viele asiatische Merkmale an sich hat. So, da habe ich schon so viel gelernt, da habe ich auch gemerkt, wo ich da war und dann zurückgereist bin. Ich habe Dinge gesehen, die habe ich hier in Europa oder hier in Deutschland noch nicht gesehen. Und das prägt dich irgendwie, weißt du? Und wenn du dich auch noch auf die Kultur einlässt, beziehungsweise, ja, die auch kulturelle Dinge gibt's dann in dem Land, dich mit Menschen umgibst, die ursprünglich aus dem Land auch kommen, von denen lernst, denen ihr Essen isst, denen ihre Sprache zuhörst, denen ihre Gebräuche mitmachst, dann lernst du was für dich und dein Leben. Es prägt dich. Es kann dir auch Denkanstöße geben für dein Business, für dein Weiterkommen. So, das ist sehr viel wert, Bruder. Das geheimnisvolle Weltreich der Mongolen. Die Taklamakan-Wüste war die größte Herausforderung auf dem Weg nach Osten. Taklamakan, das heißt ohne Wiederkehr. Menschen des 20. Jahrhunderts können sich die Gefahren und Qualen einer Karawanenreise Taklamakan über Tausende von Meilen durch Steppen, Wüsten und Gebirge kaum vorstellen. Hatten die Polos persische oder türkische Führer? Marco macht hierüber keine Angaben. Zogen sie zusammen mit anderen Karawanen durch diese Todeswelt? Wir wissen es nicht. Nur wenige kannten die sicheren Wege zwischen den großen Oasen wie Kashgar, Turfan und Dunhuang auf der langen Reise ins heutige Peking. Warte, hier ist Peking. Scheiße, ihr seht es gerade gar nicht. Auf jeden Fall hier ist Peking, also hier hinter mir. Sorry. Zu den Strapazen der Reise kam die Furcht vor dem Unbekannten. Berichte von Ungeheuern in Menschengestalt, bösen Geistern und von Luftspiegelungen. Man baut viele Vorurteile durch Reisen ab, ja, auch ganz krass, ja. Es ist bekannt, dass sich viele böse Geister in dieser Wüste tummeln, die den Reisenden mit allerlei Blendwerk ins Verderben locken. Wird einer müde am Tag, schwach und verliert seinen Zug, hört er eine vertraute Stimme, die ihn bei seinem Namen ruft. Er folgt dem Ruf und kommt jämmerlich um. Seit Tausenden von Jahren. Überleg mal dieser Struggle durch die Wüste, Bro. Waren Karawanen auf diesem Weg gezogen. Die Begegnung mit Persern, Arabern und Türken haben die Chinesen 500 Jahre vor Marco Polo festgehalten. Keramiken zeigen, wie sie die Fremden damals sahen. Runde Augen unter vorspringenden Nasen waren nach chinesischer Auffassung typisch für Barbaren. Krass. Die Nosy Vibes, man. Nach unvorstellbaren Strapazen. Guckst du noch irgendwann einmal Dominion oder ist die zu heftig? Was ist das? Erreichten die Karawanen, beladen mit Salz und Gold, Silber und Elfenbein, die Oasenstädte. Polo macht genaue Angaben über Bodenschätze. Er benennt zahlreiche Entfernungen und Orte. Doch der damals wichtigste Knotenpunkt der Seidenstraße, Dunhuang, ist ihm keine besondere Erwähnung wert. Sehr merkwürdig. Denn Dunhuang muss für den jungen Venezianer ein märchenhafter Ort gewesen sein. Allein die religiöse Toleranz der Mongolen bemerkt er. Diese Tataren kümmern sich nicht darum, welche Götter in ihren Ländern verehrt werden. Solange man dem Khan treu ergeben ist, kann ein jeder mit seiner Seele tun, was er will. Auch krass, Seidenstraße, ne? Also wahrscheinlich wegen dem Transport von Seide wurde die Straße, oder heißt die Straße so. Reiche Kaufleute aus aller Herren Länder
ließen hier hunderte von Höhlen mit Wandmalereien und Statuen schmücken. Ein einzigartiges Zeugnis für das Leben auf der alten Seidenstraße. Warum aber finden wir in Marcos großem Buch nichts darüber? War Messer Marco nur an Waren und Preisen interessiert? Kulturell gar nicht so viel aufgeschrieben, wa? Man hat vermutet, Polo wollte ein Reisehandbuch für Kaufleute schreiben. Sicher ist, dass er Persisch sprach, die Sprache, in der sich die Völker des Riesen... Reisehandbuch für Kaufleute, Dicker. 1100 oder 1200 noch was, überleg mal. Reiches Verständigten. Hat er etwa die Abenteuer, die... Manche Leute gehen ja auch davon aus oder sagen, dass es auch vor unserer Hochkultur, die in der wir gerade leben, schon mal eine Hochkultur gegeben hat, die ganz krasse Sachen gemacht hat. Was sagt ihr dazu? ...wir in seiner Weltbeschreibung finden, nur an Lagerfeuern gehört und ist selbst auf ganz anderen Wegen gereist? Sind Türken und Perser die... Es wird wieder eine neue Seidenstraße gebaut. Gibt's auch eine Doku auf Arte? Okay, krass, kann man sich dann auch mal geben. Immer Handel mit China betrieben, seine verheimlichten Informanten? Die Mongolen hatten ganz Asien erobert und Handelsfreiheit gewährt. So könnten die Nachrichten durch die Völker des vorderen Orients nach Europa gedrungen sein. An den Feuern der Karawanen kreuzten sich die Wege der Information und der Märchen. Informationsaustausch auch nur über echte, reelle Kontakte und nicht über Social Media, Instagram oder Kommentaren. Ich wette mit dir, es gibt auf ganz Twitch keinen, der sich so eine Videos reinzieht, oder? Die Mongolen. Sie waren gefürchtete Krieger. Mit ihren neuen Kampftechniken überrannten sie in kurzer Zeit die mächtigsten Reiche der damaligen Welt und ließen dabei keinen Stein auf dem anderen. Eigenartig, dass unser junger Abenteurer Marco die todbringende Kriegstaktik, die in Europa als biblische Plage, als Geißel Gottes gefürchtet wurde, nicht einmal erwähnt. Wie ein Flächenbrand breiteten sich die Horden Kublai Khans nach allen Seiten aus. Die britische Sinologin Frances Wood kann sich die Lücken in Marcos Buch mit mangelnder Aufmerksamkeit allein nicht erklären. Ich glaube, er ist ein extrem schlechter Beobachter gewesen. Man hat immer wieder den Eindruck, als hätte er vieles nicht selbst gesehen. Man versteht durch sein Buch nur sehr wenig von der Geschichte und dem Leben der Mongolen. Es scheint, als wäre er oft mit geschlossenen Augen durch China gereist. War auch vielleicht ein Hater. Vielleicht hat er die nicht gefühlt. Schon vor Marco Polo waren andere Europäer, Missionare und Mönche bis in die alte Hauptstadt der Mongolen, Karakorum, gelangt. In seinem Buch behauptet Marco, dass auch sein Onkel und sein Vater schon einmal hier gewesen seien. Jetzt, auf ihrer zweiten Reise, sollten die Polos im Auftrag des Papstes den Mongolenkaiser zum Christentum bekehren. Kaufleute im Auftrag des Papstes? Eine seltsame Mission. Krass, und die sollen den zum Christ machen, ne? Inzwischen hatten die Mongolen ihren Herrschaftssitz von Karakorum nach Süden verlegt, ins heutige Peking. Weder Gebirgszüge noch Festungen und Bollwerke hatten sie an der Eroberung hindern können. Selbst die chinesische Mauer, ursprünglich gegen die Reitervölker... Jetzt kurz Pulli anziehen. Ist voll interessant, ja. Ich feier. Ich feier. Was sagt ihr bis jetzt, Chat? Schon geil, oder? Polo Clan, na Mann? Ich bin von Polo. Ich bin auch von Polo. Wie heißt deine Familie? Lak Polo, ja, Salami. Fellemi, Fellemi, Fellemi. Bist schon wieder auf Toilette. Bin gleich wieder back. Bin wieder back. Step aus dem Wagen, der Fade ist mal wieder zu fresh. You gotta relax. Jeder will reden, weil eigenes Leben zu wack. Vishu. Skrrr.
Sollen wir ihn pranken, Leute? Levo, Bro, du hast nicht mehr viele Chancen, Bro. Der Stepper errichtet, hatten sie überwunden. Kublai Khan, in dessen Reich hunderte von Völkerschaften lebten, errichtete nahe der großen Mauer ein Denkmal mit den verschiedenen Schriften der Völker des Nordens. Seine Dynastie nannte er fortan Yuan, das heißt Uranfang. Konnte Marco Polo, der hier entlang gekommen sein muss, dieses spektakuläre Monument übersehen? Professor Herbert Franke, ein hervorragender Kenner der Yuan-Zeit. Man nimmt heute allgemein an, dass ein Teil des großen Werkes, was unter dem Namen Marco Polo geht, auf persischen Quellen beruht. Und zwar auf solchen, die einigermaßen einseitig sind. Denn es ist auffallend, abgesehen davon, dass manche Ortsnamen in einer persischen Umschreibung geboten werden, dass Dinge, die damals jedem Europäer hätten auffallen müssen, im Werk des Marco Polo überhaupt nicht erwähnt werden. Dazu gehört einmal das Teetrinken. Dazu gehört zweitens die Schrift, die man ja auf Schritt und Tritt sehen konnte und die ja von ganz anderer Struktur ist als eine... Komisch, ja, was soll das jetzt heißen? Dass Marco Polo eigentlich gar nicht gab vielleicht? Vielleicht hat er diese Reise gar nicht gemacht, Digga. Vielleicht war das einer von denen, von den Mongolen oder von den Chinesen, keine Ahnung. Europäische Buchstabenschrift. Dazu gehört auch... Mongolen, stabile Duze denn, Mensch. Stabilität, die Vibes, Mensch. Küss dein Herz. So. Dass er Bauwerke, die es zu seiner Zeit schon gab, eigentlich gar nicht so recht erwähnt und man fürchtet fast, sie nie gesehen hat. Die große Mauer fällt ihm nicht auf, dafür aber die... Lugu Chao, heute von Touristen auch Marco Polo Brücke genannt. Doch auch hier sind seine Informationen ungenau. Statt der 11 Bögen zählt Marco 27. Kanbalik, die Hauptstadt der Mongolen. Marco Polos Bericht macht das erstaunte Publikum in Europa zum ersten Mal mit dem sagenhaften Reichtum und der Pracht dieser Residenz bekannt. China muss auch krass sein, oder? War einer von euch schon mal in China? Die regierenden Mongolen waren eine Minderheit gegenüber... Geile Kleidung, die du trägst, Bro. Ich küsse dein Herz, Bro. Be unique. Dabei ist alles, meine lieben Freunde. Könnt ihr natürlich abchecken und den Bruder supporten. Link unten. Schon damals gewaltigen Massen der Han-Chinesen. Kublai Khan fürchtete ihren passiven Widerstand und schloss sie... Ist heute Doku-Reacting in den Man. Auf jeden Fall erstmal die Doku jetzt und dann schauen wir mal weiter. Ein bisschen Q&A-Vibes und dann war es das auch gewesen. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen Musik machen, hab mir aber gedacht, vorher schön ein bisschen Stream, zwei, drei Videos gucken. So weit wie möglich von den Regierungsgeschäften aus. Lieber wählte er Araber, Perser und Inder zu Mitarbeitern. Seinem Palast gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, ließ er die Stadt Taidu erbauen. Ein Ghetto, in dem alle Chinesen zusammengepfercht wurden. Auf der einen Seite der durch hohe Mauern abgeschottete Palast des großen Khan. Ihm gegenüber die Chinesenstadt. Am Ende des 13. Jahrhunderts war Kanbalik die größte Stadt der Welt. 1,2 Millionen Menschen lebten hier, in Venedig gerade 100.000. Krass. Hier brodelte ein Völkergemisch. Alle versuchten, vom Reichtum des Mongolenhofes zu profitieren. Die Mongolen waren krass, ha? Die haben die China regiert quasi, oder was? Ist es unten denn auch bequem an der Hose? Ja, safe, Bruder. Die Hose ist hier. Ich habe jetzt eine andere Hose an, aber... Warte... Hier, Bro, die ist auch so aus Ding, Bruder, weißt du, wie ich meine? Aus, wie sagt man zu dem Stoff nochmal, Digga? Samt, Velour. So, ist richtig gechillt, für die Jahreszeit gerade optimös. Wirklich optimös, meine lieben Freunde. Gleich hinter den Mauern des Palastes lebhaftes städtisches Treiben. Mongolen hatten ein Viertel der Welt, krass. Marco Polo erwähnt, dass die Mongolen... Krass, Digga. ...bereits über Papiergeld verfügten, das im Auftrag des großen Khan gedruckt wurde.
ausführlich Davon lernt man auch nichts in der Schulgeschichte, oder? Von den Mongolen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, genau, Johannes Löwenstein, das habe ich in der Schule auch mal gehört. Irgendwo habe ich das auch mal gehört. Schreibt Marco Asiens Märkte. Damals wie heute bringen Händler aus der Umgebung ihre Waren in die Hauptstadt, um sie hier zu verkaufen. Weil ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas scheiße laber, das können die Türken hier bestätigen oder nicht bestätigen, aber es gibt auch Türken, die so leichte Schlitzaugen haben, so. Und ich hatte einen Kumpel und da hatten wir mal die Diskussion und der hat irgendwie gemeint, ja, teilweise stammen wir auch von den Mongolen ab, beziehungsweise hat sich irgendwie so vermischt, dass es dann auch mit den Augen so zustande kommen kann. Marco Polo spricht besonders von Ingwer, Moschus und Rhabarber als begehrten Handelsgütern. Okay, korrekt. Typisch für chinesische Städte, der Glockenturm. Nach dem dritten Läuten durfte sich niemand mehr auf die Straße wagen. Die Ausgangssperre war eine Sicherheitsmaßnahme gegen die bezwungenen Chinesen. Aha, Ausgangssperre. Das kennen wir doch, meine lieben Freunde. Als Besatzer fühlten sich die Mongolen selbst hinter meterdicken Mauern nicht sicher. Sie hielten sich Leibwächter aus zentralasiatischen Völkern. Und als Beamte bevorzugten sie Perser, Araber und Uiguren. Der Kaiser war seinen Untertanen völlig entrückt. Ah, Uiguren, okay, krass. Die kenne ich auch. Nur ganz wenigen Auserwählten trat er, der Herrscher der Welt, nach einem sehr komplizierten Hofzeremoniell vor Augen. Marco Polo behauptet nun, er sei nicht nur ein hoher Beamter, sondern sogar ein Vertrauter des großen Khan gewesen und habe in seinem Auftrag als Gouverneur 17 Jahre sein Reich bereist. Ein Italiener als kaiserlicher Beamter am mongolischen Hof? Hat er es jetzt denn geschafft, den Auftrag von dem Papst? Das wissen wir noch nicht, oder? Um des Kaisers ansichtig zu werden, mussten sich für Reisende die... Ist der Stoff für den Anzug aus Pflanzen- oder Schafwolle? Nein, keine Schafwolle, Dicker, ist Baumwolle. Baumwolli-Vibes, man, ich kann dir genau sagen. ...20% Polyester, 80% Baumwolle. 80% Baumwolle, Bro. Warten Fürsten, Gesandte und Minister, mächtige Tore öffnen. Dahinter verbarg sich der Gebieter über die apokalyptischen Reiter. Hat Marco den Palast des Khan je betreten? Der Kaiserpalast war ein eigener Kosmos, eine Welt für sich, die ausschließlich der Verherrlichung des Nomadenfürsten diente, der aus den Jurten der Steppe zum Herrscher der Erde aufgestiegen war. Der Palast des Kublai Khan war Vorbild für den heutigen Kaiserpalast. Seine kosmisch bestimmte Ausrichtung wurde auch von der Ming-Dynastie beibehalten. In der mittleren Halle thronte der Sohn des Himmels. Marco Polo ist der erste Weltreisende, der die üppigen Bankette am Hofe Kublai Khans beschreibt. Damit löst er in Europa ungläubiges Staunen und Verwunderung aus. Von Tausenden von Hofdamen in seidenen Gewändern erzählt er, von Perlen, Gold und Edelsteinen. Tausenden Hofdamen in Seide, na man, feier ich. Weißen Hengsten und von Elefanten. Aber hat er das auch mit eigenen Augen gesehen? Den großen Khan nennt er Fakfur, so heißt er auch in muslimischen Quellen.
Warum kennt Marco als angeblich enger Vertrauter ihn nicht mit seinem chinesischen oder mongolischen Namen? Ich glaube, Marco Polo war ein Lügner, ja? Ich glaube, der ist so ein Scamboy, weißt du, wie ich meine so? Einer, der Dinge sagt, so tut, als ob er irgendwie ist, obwohl er gar nicht so ist, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Einer, der sich selbst pusht, Bruder. Aber das ist natürlich jetzt auch einfach nur in den Raum reingestellt, man weiß es natürlich nicht, ne? Aber so stellen die ihn da irgendwie, könnte man denken. Polo schildert nicht nur die Zeremonien und Riten am Hofe. Er ist auch der Erste, der den Herrscher selbst beschreibt. Doch seine Schilderung ist nur schablonenhaft und ergeht sich in Allgemeinplätzen. Sie hat mit dem tatsächlichen Aussehen des Mongolenfürsten nichts zu tun. Der große Kublai Khan ist von ansehnlicher Größe, weder zu klein noch zu riesig. Er ist in gefälliger Weise... Vielleicht wurde er von den Chinesen erfunden, um den Westen ein bisschen Angst zu machen. Bisschen flexen einfach, oder was? Mit Fleisch bedeckt, nicht zu fett und nicht zu mager. Sein Gesicht ist weiß, die Augen schwarz und prächtig. Hat Marco Polo den großen Khan überhaupt zu Gesicht bekommen? Der Sohn des Himmels hielt sich persische Architekten, türkische Finanzberater, indische Astrologen und tibetanische Sterndeuter. Wozu sollte ein italienischer Kaufmannssohn dem Herrscher des Himmels dienen? Marco Polo berichtet zwar, dass er lange Jahre im Dienste des Großkhans an dessen Hofe gewirkt habe, aber die ostasiatischen Quellen, die chinesischen, berichten darüber überhaupt nichts. Marco Polo ist Ich bin Polo, ja, Selene. Der erste Europäer, der in seinen Schilderungen dem staunenden Publikum nicht nur den Norden, sondern auch den Südosten und den Süden Chinas näher bringt. Eine Landschaft, die uns heute noch... Wagwan, Wagwan Brother, Salam Brother, wie ich jo. Er beschreibt mich gerade. Fasziniert. Haut's. Seine zweite Reiseroute soll Marco nach Yunnan bis an die Grenzen Tibets und Burmas geführt haben. Wir gucken die Doku zu Ende. In diesen fruchtbaren Landschaften wächst der Reis für den kargen Norden Chinas. Reisbeste. Zur Überwachung der Wieder... Haha, der geht durch die Decke im Netz, Bruder. Glaub mir, Lack, ich bin Polo, ihr Selene. Einstigen Südchinesen. Polo, ihr Selene. Fällame. Setzte der große Khan vor allem Fremde ein. Marcos Schilderung der Lebensgewohnheiten sind einmalig für seine Zeit. In Yunnan überliefert er die kuriosen Gebräuche der Bewohner. Die Einwohner dieser Provinz haben die schamlose Gewohnheit, es gern zu sehen, wenn die Reisenden ihre Frauen, Töchter oder Schwestern missbrauchen. Sobald Fremde ankommen, bemüht sich jeder Hausherr, einen von ihnen zu sich zu nehmen und ihm alle Frauen seiner Familie zu übergeben. Tschüss. Er lässt ihn als Herrn des Hauses zurück, während er selbst auszieht. Was? Was? What the fuck? Reisenden ihre Frauen, Töchter oder Schwestern missbrauchen. Zur Überwachung der widerspenstigen Südchinesen setzte der große Khan vor allem Fremde ein. Marcos Schilderung der Lebensgewohnheiten sind einmalig für seine Zeit. In Yunnan überliefert er die kuriosen Gebräuche der Bewohner. Die Einwohner dieser Provinz haben die schamlose Gewohnheit, es gern zu sehen, wenn die Reisenden ihre Frauen, Töchter oder Schwestern missbrauchen. Ach du Scheiße, Fetisch it in, man. Sobald Fremde ankommen, bemüht sich jeder Hausherr, einen von ihnen zu sich zu nehmen und ihm alle Frauen seiner Familie zu übergeben. Er lässt ihn als Herrn des Hauses zurück, während er selbst auszieht. Fotzen. Sorry, Dicker. Ganz ehrlich, Bruder. Ganz ehrlich, Dicker. Nee, Bruder. Es gibt doch...
so XX-Filme, wo das auch ist, so, ne? Wo Männer mit ihren Frauen und dann ein anderer Brother kommt und dann ihre Frauen und so und die das dann nice finden, so. Ich glaube, ich habe den Ursprung des Fetisches gefunden hier. Die Frauen hängen sogleich ein Zeichen über die Tür, das dort hängen bleibt, bis der Gast seine Reise wieder fortsetzt, worauf der Hausherr dann zurückkehren kann. Das tun sie zu Ehren ihrer Götzen, denn sie glauben, dass sie auf diese Weise deren Segen auf sich herabrufen und mit Überfluss gesegnet werden. Ey. Fühle ich nicht den Brauch auf jeden Fall. Das Salz der Erde. Marco wäre kein Kaufmann, hätten ihn nur die Landessitten interessiert. Ihm geht es auch um neue Märkte. Weißes Gold des Mittelalters. Salz. Echt krass, war Salz viel wert früher? Marco übermittelt zahlreiche Angaben über die Salzgewinnung. Auffällig oft reist er auf Routen entlang großer Salinen. War der Gouverneur des Kaisers eigentlich Salzhändler? Salty, man. Die dritte Reise führte Marco in den Südosten. In Yangzhou war er angeblich 3,5 Jahre lang. Ja, klar war Salz viel wert, Bro. Keine Ahnung, ich hab damals nicht gelebt. Sorry, Bro. Nur für den großen Khan. Über die Stadt und über die Jahre dort finden wir bei ihm jedoch nur spärliche Angaben. Doch schon damals war Yangzhou als reicher Umschlagplatz für Salz berühmt. Davon zeugt noch heute die sogenannte Salzhändlerbrücke. Ratet mal, wer mir gerade geschrieben hat. Jetzt erst aufgestanden. Nee, das gibt's ja nicht. Also warte mal, ich muss noch... Schon im 13. Jahrhundert lebten in dieser Stadt zahlreiche Ausländer. Kublai Khan bediente sich ihrer zur Verwaltung, zur Ausbeutung seiner Provinzen und zur Unterdrückung der gewaltigen Mehrheit der Han-Chinesen. Auch italienische Kaufleute hatten sich in den Küstenstädten des Reiches niedergelassen und handelten mit Seide, Salz, krass, das ist schon internationales City auf jeden Fall, so, ne? Mäßig. Würzen und Juwelen. Marco schreibt, er habe von Kublai Khan die Peitsa erhalten. Eine goldene Tafel, die auswies, dass er im Auftrag des Kaisers handelte und die das Reisen für ihn weniger riskant machte. Angeblich oder safe. Der Mönch Odorico von Pordenone berichtete wenige Jahre später, man begegne in Yangzhou etlichen Venezianern. Eine Bestätigung für Marco? Tatsächlich machten chinesische Archäologen eine spektakuläre Entdeckung. Bauarbeiter hatten einen Stein mit einer geheimnisvollen Aufschrift gefunden, die später... Schau dir auf Netflix die Netflix-Serie von Marco Polo an. Ist ganz cool gemacht. Echt, ja? Krass. Gibt's da eine Serie sogar? Geil, Digga. Interessiert mich jetzt gerade so ein bisschen. Scheint ja ein bisschen so ein Mysterium auch zu sein, der Marco Polo, wa? Als Grabinschrift entziffert wurde. Die Genueserin Katharina de... Twitch it in, motherfucker. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, wenn ihr Bock habt, Leute, damit ihr nicht keinen Stream verpasst und ihr dürft mich gerne auch subscriben. Wenn ihr Prime, Amazon Prime habt, dann könnt ihr auch umsonst hier subscriben. Wie das funktioniert, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass es geht. Ich küsse jetzt. Lione starb in Yangzhou ein Lebensalter, nachdem Marco Polo hier als Verwaltungsbeamter gewirkt haben will. Hendrik, what's going on here, man? Seltsam nur, dass ein Verwaltungs... Ich glaube, ich gebe mir auch die Netflix-Dings später. Geil. ...Beamter im Dienste der Mongolen, der 17... Kennst du Daniele Ganser? Schon mal gehört, Jahre ja? ...Jahre in China zubrachte, das weit verbreitete und sehr rationelle Verfahren des Blockdrucks unerwähnt lässt, während man in Europa noch mühsam mit... Ahmed Sosa, ich küsse dein Herz. ...Gänsekiel schrieb. Andererseits scheinen aber chinesische Quellen Marcos Behauptungen zu bestätigen.
In den gut erhaltenen Chroniken der Yuan-Zeit fand ein Forscher tatsächlich das Wort Polo und glaubte, den Beweis für die Anwesenheit Marcos entdeckt zu haben. Doch der bedeutende Mongolenspezialist Professor Yang Jiezhou widerspricht dem. In den historischen Schriften des Mongol. Das ist schon sehr oldschool, gell? Also diese Dokumentation, wann wurde die denn gedreht, Digga? 2013 hochgeladen. Steht nicht. Nee, steht nicht. Dann kommt tatsächlich der Name Polo vor. Das ist aber kein Name, sondern eine Amtsbezeichnung. Marco Polos Name kommt deshalb in den chinesischen Dokumenten nicht vor, weil er nie Gouverneur. Shit, man, Gold 1, 2, 3 ist am Start, ich küsse deine Hand. Hallo hat gerade geschrieben, so Dokus sind beste, finde ich auch. Ich finde halt auch, sowas macht auch Spaß für mich zu reagieren. Mehr Spaß, als jetzt auf Beef zwischen Apo Red und Mimi zu reagieren, weißt du, ich meine? Ist auch cool, ist auch unterhaltend, aber das ist halt irgendwie, das interessiert mich persönlich wirklich, weißt du? Franzose hat behauptet, Marco Polo sei Salzgouverneur gewesen, aber dafür gibt es keine Beweise. Ein Kloster in Hangzhou. Auch heute sind die Zeremonien dort nicht anders als vor 700 Jahren. Marco schildert die Rituale der Mönche und die Tempel. Allerdings schreibt der Gesandte des Papstes nichts über die großen religiösen Grundströmungen in China. Er unterscheidet nicht einmal Buddhismus und Taoismus. Immer wieder schreibt er von Götzendienern und meint damit Buddhisten. In diesem Lande gibt es große Klöster und Abteien, sodass sie wie kleine Städte aussehen. Einige von ihnen beherbergen wohl 2000 Mönche, die besser gekleidet sind als das übrige Volk. Sie scheren Haupt- und Barthaare und begehen die Feste ihrer Götzen mit ausgesuchter Feierlichkeit, indem sie dabei im Chore singen und brennende Fackeln tragen. Buddha wäre, wenn er Christ gewesen wäre, ein großer Heiliger wegen des guten und ehrenwerten Lebens, das er geführt hat. Hangzhou schildert der junge Venezianer als das Paradies auf Erden. Keine Stadt beschreibt er so ausschweifend und so hingebungsvoll wie diese südlich von Shanghai gelegene Residenz der ehemaligen Song-Dynastie. Da müssen wir hin, Freunde. Wenn ich hingehe, nehme ich euch mit. IRL-Stream-Vision. Von Tausenden von Brücken und Palästen erzählt er, von Konkubinen in Seide und von Mandarinen, die sich dem Laster hingeben. Verdächtig, wie sich hier die Zahl 12 wiederholt. 12.000 Brücken, 12 Zünfte, 12.000 Werkstätten und 12 Handelshäuser nennt er. Die Wiederholung der Zahl 12 lässt vermuten, dass Marco von einer chinesischen Quelle abgeschrieben hat. Denn nach chinesischen Vorstellungen entspricht die kosmische Zahl 12 den Monden des Jahres und den Stunden des Tags. Das ist schon wieder, Digga. Der hat sich einfach irgendwo hingesetzt und eine Geschichte geschrieben und so getan, als ob der rumgefahren ist und rumgereist ist. Der hat nur geflext, der Bruder. Fake it until you make it. Na Mann, heute ziehen wir uns eine Dokumentation von dem Bro rein. Weißt du, wie ich meine? Von allem, was Marco beschreibt, sehen wir heute nur noch den großen Damm. An den Ufern des Sees stehen viele große und schöne Häuser, die hochstehenden Persönlichkeiten gehören. Und außerdem viele Tempel mit ihren Klöstern, in denen viele Mönche ihren Dienst verrichten. Etwa in der Mitte des Sees befinden sich zwei Inseln.
Auf jeder von ihnen steht ein prächtiger Palast mit zahllosen Zimmern und besonderen Pavillons. Normal, TOZ, safe. 100 Pro. Die krassesten, die Musikcharts ganz, ganz, ganz oben stehen. Die sind wahrscheinlich keine krassen Musiker. Also unter den Top 10 sind vielleicht zwei krasse Musiker, denke ich mal so. In unglaublich. Oder zwei von den besten, sagen wir mal so. Im Luxus lebten hier die Reichen. Mächtige. Der Rest ist Fake. Minister, Hofbeamte und Militärführer. Viel besungen war damals die malerische Schönheit des Westsees. Folgen wir Marco Polos Erzählungen. Viel Spaß noch. Supportet den Leon, wo Leon Top-Typ ist. Bis dann, Habibis. Ich küsse dein Herz, Bro. Ahmed Sosa. Will jemand in der Stadt eine Hochzeit feiern oder ein Bankett geben, lädt er auf eine dieser Inseln 10 Minuten noch ein, auf der alles bereitsteht, was man nur verlangen kann. Eine Menge von Booten und Gondeln befährt den See, die zwischen 10 und 20 Personen aufnehmen können. Einfach nur hin, Girls sit in, man. Auszuschauen. Dieser Genuss übertrifft jeden anderen auf dem Land, zumal der See sich auf der einen Seite längs der ganzen Stadt ausbreitet und man eine herrliche Aussicht hat mit Blick auf die Paläste und den See, auf die vielen Boote mit fröhlichen Gesellschaften. Ihre Damen und Ehefrauen sind höchst zarte und engelhafte Wesen. Sie kleiden sich so prächtig in Seide und Juwelen und lieben sich derart, dass ein ganzes Stadtviertel als ein einziger Haushalt betrachtet werden kann. Undercover it in, man. Sie sind prächtig aufgeputzt und stark parfümiert und leben umgeben von zahlreichen Dienerinnen. Diese Frauenzimmer sind erfahren und vollendet in den Künsten der Verlockung und Betörung, sodass Fremde, die einmal ihren Reiz gekostet, von ihnen so berückt sind, dass sie die erlebten Genüsse nie mehr vergessen können und, zurückgekehrt in ihre Heimat, sich danach sehnen, in dieses Paradies wieder einkehren zu dürfen. Stick it in, man. Die schönen Frauen Chinas malt Marco Polo in leuchtenden Farben aus. Warum aber verheimlicht er ihre gebundenen und verkrüppelten Füße, die dem Mönch Odorico sofort auffielen? Merkwürdig auch, dass Marco Polo das Schießpulver nicht erwähnt, das bislang in Europa unbekannt war. Die Chinesen inszenierten damit nicht nur die herrlichsten Feuerwerke, sondern sie verwendeten es bereits seit dem 11. Jahrhundert auch militärisch. Zhenzhou, das Zeiton der Marco Polo-Zeit. Hier will unser Held im Auftrag des großen Khan seine Rückreise nach Europa angetreten haben. Mit einer Gesandtschaft, die um 1292 mit 14 Schiffen nach Persien aufbrach. Polo nennt in seinem Buch die Namen der drei Gesandten des Khan, die nur einem engen Kreis eingeweihter Diplomaten bekannt sein konnten. Tatsächlich fand Professor Yang Zhezhou in mongolischen Quellen die Bestätigung für Marcos Angaben. Marco Polo schreibt in seinem Buch, dass er schon 17 Jahre in China war und zurück wollte. Kublai Khan es ihm aber nicht erlaubte. Damals sollten aber drei Leute,
Ulatai, Apuska und Koya die Prinzessin Kükeçin von Chenzhou nach Persien begleiten. Da sie keine Erfahrung zur See hatten, soll Kublai Khan erlaubt haben, dass Marco Polo, sein Onkel und sein Vater sie begleiteten. Die Namen der drei Gesandten habe ich... Yang Yeo klingt wie ein Rapper. ...in mongolischen Archiven gefunden. Das könnte der Beweis dafür sein, dass Marco Polo es gewusst hat und in China war. Like, ich bin Polo, ja, Selemi. Marco Polos Name wird aber nicht erwähnt. Was jetzt, Lan? Gibt's ihn oder gibt's ihn nicht, Jan? Ein Schiff aus dem 13. Jahrhundert. Die Chinesen bauten schon damals schnelle Schiffe mit bis zu 60 Kabinen und waren in der Lage, nach Indien und Afrika zu segeln. Marco beschreibt die Konstruktion der Schiffe. Doch die wesentlich wichtigere Errungenschaft, den Kompass, den man hier schon weit vor den Europäern kannte. Nach Leons Stream können wir erstmal nach der Wahrheit suchen. Gefühlt ist ja einiges gelogen oder wird einfach weggelassen. Ja, safe, Digga. Egal, lass uns die Information, ich meine, man muss es ja nicht glauben. Weißt du, wie ich meine, so? Man kann sich ja Informationen auch einfach nur geben. Man muss auch nicht immer eine Meinung zu allem haben oder selbst interpretieren. Manchmal ist es auch cool, einfach nur Dinge sich zu geben. So. Erwähnt er nicht. Die Fahrt übers Meer war voller Gefahren. Warum sollten die Polos, die dreimal schon den Landweg genommen hatten, die längere und unbekannte Route zur See wählen? Von den 600 Menschen der Flotte kamen 582 ums Leben. Yang Yeo, ja, Selemi. Haben zu den 18 Überlebenden, die nach 2,5 Jahren Hormus erreichten, auch. Digga, wir ziehen jetzt hier so voll die Serious-Doku rein und im Chat steht nur Scheiße die ganze Zeit. Und ich laber auch nur Scheiße. Ausgerechnet die drei Polos gehört. Aber so ist cool, wir verbinden doch dieses Lernen über Kultur und Geschichte, verbinden wir mit Lustigkeit und dann catcht man auch mehr so die jüngeren Leute. Weißt du, ich meine? Ich hätte Lehrer werden sollen. Stell dir vor, ich als Lehrer und dann stehe ich da, Lack Polo, ich bin Polo, Jesel. Venedig. Nach 24 Jahren kehren die Polos heim. Niemand erkennt sie. So erzählt es Giovanni Battista Ramusio, einer der berühmten Biografen Marcos. Erst als sie aus dem Saum ihrer Mäntel Edelsteine und Perlen hervorzaubern, habe man ihnen ihre Geschichte geglaubt. Auch dies ist freilich nur eine Legende. Eine von zahllosen, die später entstanden und Marco Polo zu dem machten, den wir heute kennen. Den berühmtesten aller Ostasienreisenden. Die Wirklichkeit war weniger glanzvoll. Marco lebt in seiner Heimatstadt völlig unbeachtet. Er bekleidet kein öffentliches Amt. Wir wissen über ihn nur, dass er zwei Prozesse wegen Kleinigkeiten führte und drei Töchter hatte. Im Stadtteil San Giovanni Crisostomo erwarb er ein kleines Haus, das auch heute noch unter dem Namen Corte del Milione bekannt ist. San Giovanni, na man? Diesen Namen hat man ihm gegeben, schreibt Jacopo d'Acqui, ein Biograf Marcos, weil er unaufhörlich über die Millionen des großen Khans und seinen eigenen Reichtum redete. Diese Zwitscher-Vibes, angenehm, ne? Doch wenn er die Geschichte, wie schon Zeitgenossen meinten, nur erfunden hat. Was trieb er dann wirklich in seiner 24-jährigen Abwesenheit? Marco Polo ist Erfinder von Polosport. Falsch, Flair ist Erfinder von Polosport. Chronologin Frances Wood hat eine Antwort. I don't think Marco Polo ever stood in... Marco Polo. Ich glaube nicht, dass Marco Polo wirklich jemals in China war. Ich glaube, dass er wahrscheinlich nur zwischen den Handelsniederlassungen Venedig, Konstantinopel und der Krim hin und her reiste und nie weiter hinaus gelangte. Aber selbst bei diesen Reisen hat er vermutlich Zugang zu persischen Quellen, die ihm die Geschichte des Khans und der Mongolen vermittelten. Führer. Ich schwöre, ich bin Ihrer Meinung. Genau Ihrer Meinung. Kaufleuten, die weltweit Handel trieben und die Zwischenhändler für die Polos waren.
Allerdings sind nicht nur an Marcos Augenzeugenbericht Zweifel angebracht. Auf der Suche nach seinen Spuren stoßen wir auf weitere Rätsel. Im Vorwort seines Buches schreibt Marco, er habe seinen fantastischen... Undercover, what's the fucking problem, man? Was laberst du, Dicker? Was für Geheimnisse, Dicker? Denkst du, ich habe diese Dokumentation selber gedreht oder was? Denkst du, ich kann hinter die Fassade blicken und genau dir sagen, ob diese Dokumentation echt wahr ist oder nicht ist, Digga? Hä? Ein Reisebericht im Gefängnis von Genua, einem gewissen Rustichello, diktiert. Der Chronist Ramusio bestätigt, dass Marco als Flottenkommandant 1298 bei einem Seegefecht gefangen genommen worden sei. Eine höchst ominöse Geschichte, die von keiner anderen Quelle belegt wird. Kulissen in den Motherfucker. Wie sollte denn auch ein Unbekannter, noch dazu ohne jede Kriegserfahrung, zum Flottenkommandeur ernannt werden? Ebenso unwahrscheinlich ist Marcos Behauptung, er habe seinen Bericht im Gefängnis diktiert. Trug der Il Milione, wie man ihn auch nannte, seine Reiseaufzeichnungen bei sich? Im Gefängnisarchiv von Genua findet sich kein Eintrag über einen Marco Polo. Hat Rustichello die Zusammenarbeit nur erfunden? War am Ende Marco Polo, der kein Französisch sprach, an dem Buch, das Französisch geschrieben und dann prächtig illustriert wurde, überhaupt nicht beteiligt? Eine bekannte, doch viel kürzere lateinische Fassung stammt von dem Mönch Pipino. In ihr fehlen zahlreiche Informationen. Warum? Gibt es eine Urfassung, aus der beide abgeschrieben haben? Offene Fragen, die nur die Urschrift beantworten könnte. Doch die gibt es nicht mehr, wenn es sie je gab. Trotz der vielen Zweifel an der Quellenlage und an Marcos Bericht ist der Venezianer Alvise Zorzi, dessen Urahne zur Zeit Polos Doge... Ich mag diese ganzen Namen, Alvise Zorzi. ...in Venedig war, überzeugt von der Aufrichtigkeit des Il Milione. Über Marco Polos Tätigkeit und Reisen gab es immer wieder große Zweifel. Aber es gibt auch Indizien. Der Hauptbeweis findet sich erst im Testament des Onkels Maffeo und dann sogar in dem von Marco selbst. Es ist die Existenz der drei goldenen Tafeln, die die Polos von seiner Majestät, dem großen Khan, bekommen haben. Goldene Tafeln aber bekamen Marcos Vater und sein Onkel schon bei ihrer ersten Reise. Marco hinterließ eine Goldtafel, aber war es seine eigene? In seinem Testament findet sich kaum ein Indiz, das auf einen Aufenthalt im Reiche Kublai Khans schließen lässt. Er vererbt ein paar unwesentliche... What the fuck, Leon hat das Video produziert, fragt sich. Ja, die Stimme im Hintergrund ist auch meine. Und den Yang Yeo, den habe ich auch gefilmt. Ich war da nicht mal geboren, Bro. Gegenstände und entlässt seinen mongolischen Sklaven Pietro Tartarino in die Freiheit. Hatte er ihn wirklich... Lovelock Twitch-Kanal besser als Uni. Ich will's doch hoffen. ...aus dem Reich des großen Khan mitgebracht? Auf seinem Sterbebett... Das ist krass, dass wirklich einer denkt, dass ich das Ding produziert habe, Bruder. Hör doch auf, Digga. Du verarschst mich doch, oder, Bro? ...drängen Freunde Marco dazu, endlich die Wahrheit zu sagen. Ich habe von allem nur die Hälfte erzählt, soll er entgegnet haben. Aber selbst jene Hälfte hat dazu ausgereicht, Kolumbus nach den Goldländern des fernen Ostens suchen zu lassen. Und wenn Marco seine fantastischen Reisen tatsächlich nicht selbst erlebt hat, dann hat er sie gut erfunden. Alright, man. Das war eine Dokumentation, Alter. Die fantastischen Reisen des Marco Polo. Sehr interessant, würde ich sagen, an der Stelle. Am Ende des Tages wissen wir nicht, ob der Brother wirklich das so durchgelebt hat, wie er es aufgeschrieben hat. Beziehungsweise wie es aufgeschrieben wurde. Aber ich sag mal so, die Legende ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, man wünscht sich dann teilweise auch mal in so einer Zeit gelebt zu haben. Also ich auf jeden Fall. Ja, Mann. Was geht?
Wir gucken uns einfach eine Doku von 1996 an. bester 2. Januar ever. Du weißt Bescheid, Bruder. Hast du was Sinnvolles gemacht heute? So, bisschen Informationen schaden nie. Ich habe heute gestreamt, ich war produktiv, wir haben uns ein bisschen was reingezogen. Hallo fand's geil und das ist doch das Wichtigste. Wenn Hallo es gut findet, dann passt das auch, weißt du, wie ich meine? Hallo Fremder, hier meine Frau und Kinder. Sie sind kaputt, wieder gelernt, crazy, crazy people. Dennis 09, ja, siehst du, Bruder? Die sind echt kaputt, Alter, die Jungs sind echt kaputt. Also das habe ich auch null gefühlt. Ich muss schon wieder auf Toilette, dieser Tee läuft einfach durch bei mir, gell? Enigma Production.